Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder und zwar dieses Mal wieder mit einem Studiogast, einer Gästin. Und zwar, das ist meine jüngste Enkeltochter, Tilda heißt sie. Wie alt bist du? Sag jetzt 12. Richtig. Sie sagt meistens 38. Das Kind ist ein bisschen, ne? Aber wir sind mal hier ganz milde. Freches Kind. Also, der Grund ist, es war jetzt in Hamburg, wir hatten jetzt gerade Girls' Day. Am 28. April. Das ist eine Sache, die 2001 erfunden worden, zum Zwecke, dass Mädchen, das war die Ursprungsidee, dass Mädchen mit Männerberufen in Berührung kommen, in einem eintägigen Praktikum, um vielleicht Lust zu kriegen, Flugzeugbauer oder Tischler oder was weiß ich, was als Männer oder Schlosser oder sowas, sich dafür zu interessieren. Einfach mal einen Schnupperkurs einen Tag lang da rein. Diese Enkeltochter ist in ein Restaurant, in die Küche eines Restaurants Fritzi, hier in Hamburg, in Altona, gelandet und hat Ravioli gemacht. Und zwar so gut, dass die Gäste, die draußen saßen, das gegessen haben. Was hat der gekostet, der Ravioli-Teller? 11 Euro irgendwas. 11 Euro irgendwas, ne? Und das haben die Leute richtig mit Genuss gegessen. Die haben es sogar bestellt. Ja, ja, die haben es natürlich bestellt und dann haben sie es gekriegt. Also es wurde richtig mit auf die Menükarte geschrieben. So. Ganz tolle Sache. Das ist, wie gesagt, damit diese Kinderchen sozusagen Kontakt mit irgendwelchen Berufen kriegen, ein Interesse entwickeln. Dieses Kind hat sowieso von Geburt an ein gastronomisches Interesse. Insofern müssen wir da gar nicht so viel wecken. Ne? Wir machen jetzt nämlich Ravioli. Dieser Teig, den haben wir vorproduziert, der sieht so dunkel aus, weil da ist ein bisschen rote Beetesaft drin. Das hatten sie bei Fritzis gemacht und Tilda hat das eben dann nochmal so mit rote Beete. Also ich hätte das jetzt weiß gelassen, aber machen wir das nicht, dass ihr denkt, das hat sich verfärbt oder so. Das ist einfach normaler. Ach, das muss ich euch noch dazu sagen. Martin und ich werden uns nochmal ganz intensiv und ganz, ganz intensiv um Pasta kümmern. Das haben wir auch schon zigmal versprochen und nie gemacht. Deswegen werde ich diesen Teig jetzt nicht mehr kommentieren. Genau, da machen wir noch mal richtig eine schöne, satte Sendung draus. Jetzt nehmen wir erstmal Tilda mit ihren Fähigkeiten. Und zwar, Tilda, ich muss ihr so ein bisschen Anweisungen geben, weil dies ist für sie natürlich neu. Tilda, ja? Zu ihrer Ravioli gehörte eine Schüssel, die macht Tilda jetzt bereit. Und zwar, das ist eine, nimm mal das Messer, machst du oben diesen kleinen, nur so einen ganz kleinen Kreuz. Nur damit die Pelle besser weggeht, ne? Und leg rein in die Schüssel. Zu diesen Ravioli, wo wir gleich mal eine Füllung kreieren, könnt ihr reinmachen, was ihr wollt. Fleisch, was war denn bei dir drin? Ricotta, ne? Mhm. Wir haben jetzt auch so eine Art Käsefüllung vorbereitet. Dazu gehört dieses hier, und das war für mich das Schönste eigentlich an diesem ganzen Gericht. Das war diese Art und Weise, wie diese Tomaten im Ofen zubereitet wurden. Das waren auch Kirschtomaten, ne? Mhm. Und du hast mit zwei Köchen gekocht, ne? Ja. Und das hat Spaß gemacht, ne? Mhm. Sebastian und Maxi. Sebastian und Maxi. So. Also, die werden Kirschtomaten. Ich glaube, ihr hattet noch kleinere Kirschtomaten, ne? Mhm. So diese ganz süßen, die mir zu teuer sind. Die kleine Cherry-Tomaten. Ja, ja, die mir zu teuer sind. Diese Honigtomaten, oh, die sind göttlich. Aber Freunde, die sind mir zu teuer. So, dann, die letzte. Ja, die letzte. Und dann gebe ich dir mal hin. Zeigst du mal, was da alles drauf kommt. Also. Puderzucker für so ein bisschen Süße. Ja. Da kommt so ein. Ja, mach mal ordentlich drauf. Mach mal ordentlich drauf. Nicht so viel. Aber ich fand das immer ganz schön mit dem Puderzucker. Ja, Tilda hat das schon mal gemacht. Ja. So. Okay. Machen wir auch weg. Dann hattest du da drauf, was kam da noch drauf? Salz. Ja, haben wir da. Da auch ordentlich, weil er jetzt so viel Puderzucker ist, noch ein bisschen mehr von Salz. Richtig. Und Olivenöl und Pfeffer kann man auch machen. Das Olivenöl? Das hier? Ja. Ich hoffe, das stimmt. Ja. Ja. Ja, die Naus.
los. So. So, hier. Jetzt kommt Olivenöl drauf. Sieht sehr komisch aus. Noch viel für noch ein bisschen mehr? Ja, noch ein klein bisschen. So. Und dann nimmst du noch die Pfeffermühle. So. So. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt brauchen wir. Jetzt nimmst du normalerweise deine Hände, ne? Ja. Da kommt nichts mehr rein, ja? Mm-mm. Keine Kräuter, nichts, ne? Mm-mm. Okay, gut, dann machst du meinetwegen, wie du es im Restaurant gemacht hast, mit den Händen. Ja, Händen? Ja. Okay. Die sind ja gewaschen. Ja. So ein bisschen. Das, was ihr hier auf ihrem Handrücken seht, das haben Martin und ich gerade entfernen lassen. Sie hatte da ein schwerwiegendes, gemaltes Tattoo drauf. Schule war etwas langweilig. Schule war doof. In welcher Stunde hast du das drauf gemalt? Ach, alles klar, verstehe ich. Okay. So. So, das tun wir jetzt in den Ofen. Und du wischst dir die Hände da hinten an dem Lappen ab. Das macht jetzt Martin. Und das nächste, was wir machen, ist, glaube ich, mal diese kleine Füllung. Wir brauchen nicht viel Füllung, aber wir machen das jetzt nur so ein bisschen showmäßig. Gib mir mal den Mixer. Wir arbeiten hier auch so ein bisschen. Martin, du musst uns korrigieren, wenn wir hier Mist machen. Es wird heute alles so ein bisschen anders. Ich mach das jetzt mal, ja? Mhm. Das ist jetzt Ricotta. Eigentlich habe ich gedacht, es heißt Telda kocht. Aber du bist die ganze Zeit dabei, alles zu machen. Du hast völlig recht. Die Kritik ist. Was ist das? Ja, untere drücken, ja. Ja. Was ist drin? Ricotta. Halt. So. Hier, was ist das? Bärlauch. Also, das ist Bärlauch. Und zwar, das habt ihr neulich bei mir gesehen, die Stiele. Die habe ich eingefroren. Die kommen da jetzt rein. Musst du auch mit durchdrehen. Brauchst du die Schüssel da? Da kommt nachher die Rauke rein. Okay. Ja. Warte mal eben. Schlimm, wenn die Oma daneben steht und immer da reinfummelt. Ist echt nicht gut. Salz und Pfeffer. So. Pfeffer hat's. Mehr. Und das reicht. So, jetzt. Ja. Jetzt kommt ein bisschen Brotbrösel rein. Ich halte das mal fest für dich. Mhm. Mach mal Brotbrösel rein, nicht alle. Ja. Das hast du ja auch gemacht, ne? Bei denen. Mhm. Da muss ein bisschen mehr rein. Noch mehr Brotbrösel? Mhm. Okay. Ja. Dann Eigelb, ne? Ja, ich glaube, das schmeckt ein bisschen. Ist das steif einigermaßen? Wie ist das? Hältst du kurz? Ja. Ja, okay. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen Brotbrösel nachreichen. Also ist schon gut. Auch sehr würzig. Ja, nur wegen des Eis wird es halt dünner. Stimmt, muss denn das Ei da rein? Ich glaube nicht. Lass sein, es kann sein, dass es dann zerfällt, der Kloß. Ne? Ist doch nur in der Mitte von einem Ravioli, ja, zerfällt doch sowieso. Die Ravioli. Mach nochmal dies hier. So. Gib mal das Messer da drüben. So? Ja, so ab. Streifen, genau. Schmeckt sehr gut. Ich habe da eben von probiert. Das war. Ja, Mist, ich mach das mal weg.
Zu Hause muss perfekt sein. Hier bist du in Hollywood. Hier wird einfach weitergereicht. Oh! Oh! So. Okay. Stellen wir zur Seite. Was ist das nächste, was wir machen? Den Teig. Ich meine. Mach noch mal eben ein kleines, kurzes Dressing. Gib mal da die Glasschüssel. Wie hast du das bei der in Fritzis gemacht? Wir haben Olivenöl. Ja, mach mal ein bisschen Olivenöl rein. Lass mal weiter erzählen. Olivenöl und was noch? Ach so, Olivenöl. Ja, das ist viel zu wenig. Du musst auch die Rauke rein. So? Ja, ja. Dann Soja. Soja? Soja. Ich weiß nicht, wie das heißt. Essig. Essig. Schwarzer Essig. Balsamico-Essig. Ah, es sah aus wie Sojasauce. Mehr. Stopp. Ja. Dann Salz. Bisschen mehr. Und aus dem Glas da hinten ein bisschen Wasser. Ein Schlückchen Wasser. Ein winziges Schlückchen Wasser. Die? Ja, winzig. Ja. Jetzt Römer. Jetzt auch von der Essigflasche mal ein Schlückchen nehmen können. Gluck, gluck, gluck. Dann wäre das lustig geworden. Siehst du, das ist jetzt ein kleines Dressing, ne? Mhm. Ein ganz unbedarftes kleines Dressing. Aber es sollen ja nachher nur die Rauke einmal kurz eingetaucht werden, ehe wir die auf den Teller legen, ne? Mhm. Okay, das stellen wir zur Seite. Da hinten hin, aus dem Weg sozusagen. Die Rauke legen wir noch nicht rein. Die lege ich hier nur so an die Seite, ja? Mhm. Jetzt kommt nämlich die richtige Arbeit. Jetzt kommt die richtige Arbeit. Jetzt zeig uns mal, wie du das machst. Also wir haben jetzt hier den Teig und am besten man faltet den so in ein Viereck, also das hatten wir so gemacht, ja. Sodass das gerade durch das Ding geht hier, ja. Die Nudelmaschine. Also ich glaube, braucht das noch etwas Mehl? So, weil sonst klebt das ja da dran. Hat man nicht Mehl gerade auch geholt? Ja. Hier. Dann bestreut es nochmal mit ein bisschen Mehl. Ja, mit ein bisschen Mehl bestreuen. Ja. Oder? Mhm. Dann noch hier, damit das nicht dran klebt. Ja, streich mal so drüber mit der Hand, damit es so, genau, so ist richtig. Dann merkst du, ich glaube, das ist zu viel fürs erste Mal. Ne? Ich glaub, das war die Hälfte nimmst. Ja? Ja. Dieses Mal? So? Was? Ja. Was zu wenig? Teig. Ach, was? Zu viel für einmal durchkneten. Das wird ja immer dünner. Ja, dann ist ganz klar. Belieb mich. Okay, wir haben es zwar schon mal gemacht, aber... Dann, so. Das war eine andere Situation. So, jetzt haben wir diese Maschine hier. Dann macht man sie, glaube ich, erstmal auf die Größe. Genau. Das geht immer wieder raus. Und dann rollt man das so. Steckt man rein. So. Gerade reinstecken, ne? Das war unser Ziel. Ja, das ist jetzt nicht so gerade. Wir machen es etwas kleiner. Nein. Ja, am besten, man macht das dann nochmal so ein bisschen so. Ja, du hast das immer so eingefaltet letztes Mal, ne? Ja. Okay, jetzt machst du das auch so mit dem Falten. So hast du das bei Fritzi gemacht, ne? Mhm. Okay, jetzt mach schön gerade rein. Damit so, es, ne? Damit es gerade rauskommt. Nimmst du es mal unten? Jo. Ehrlich gesagt, so aus, wie man Wiener Schnitzel durchziehen. Ja, das sieht aus wie Fleisch. Ja. So, so. Wieder? Wieder etwas kleiner stellen. So. Hinein, Onkel Otto. Und jedes Mal macht Tilda das eine Stufe kleiner. Ja, jetzt ist es auf Stufe 5. Ah ja, kannst du das da absehen? Ja. Warte. Finde ich ja spannend, dass da so rauskommt. Martin, wie findest du das? Sehr aufregend, was da mit dem Schnitzel passiert. So, jetzt aber.
Wir hatten ja gesagt, wir wollen es jetzt ein bisschen dünner. Dünner, ne? Deshalb. Mach etwas dünner. Das ist ja verrückt. So. Warte, warte. Ja. Jetzt kommt deine Aufgabe. So, also wir. Ups. Sparsam, bitte. Wir stechen jetzt hier solche Kreise aus, damit wir dann die Füllung reinmachen können. Arbeite ordentlich sparsam, damit man viel rauskriegt, ja. Ja. So. Ja. Ist das die richtige Zeit? Ja. So. Warte. Ja, ja. Machst du super. So. Woher kam denn diese Idee, da rote Beetesaft reinzumachen? Wir hätten das gemacht für Farbe, aber das geht im Wasser halt, wird heller wieder. Wird ein bisschen heller, ne? Ja, manchmal auch einfach wieder normal ab, hätte man gar nichts reingemacht. Oh, so, weiter. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt bei diesen so ist wieder. Wie viele Ravioli hast du denn da gemacht bei Fritzis? Oh, wir haben eine volle Ladung gemacht. Ich habe keine. Das stand auf der Tageskarte, Martin. 40, 80, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall war alles schnell ausverkauft, aber trotzdem war es ganz schön viel. Jede Person hat immer 7 bekommen, 7 Ravioli. Und dann kam die Besitzerin und freute sich schon auf die 2 Läden in Hamburg. Und dann freute sie sich schon auf, ne? Hm? Und dann war nichts mehr da. Ja. Oh, da war sie ganz traurig. Da hattet ihr nichts für sie aufgehoben. Ja. Es gab das hier in Vegetarisch und in Omni. Also wir hatten dann Serrano nochmal oben drauf gemacht. Aber ich glaube, wir haben keinen Serrano, deshalb wird das hier einfach vegetarisch. Nee, für uns ist vegetarisch. Genau. Ja, und es hatten auch welche über Volt bestellt, das war cool. Über was? Über Volt, das ist wie Lieferando. Also ach so. Im Internet bestellen. Das fand ich auch cool. Okay, weiter. Ja, und du hast sie hintereinander weggemacht, oder wie? Wie meinst du? Ja, wir hatten alles also vorgemacht und dann als... Wenn eine Bestellung kommt, macht ihr dann die Ravioli, mach schön gerade. Macht ihr dann die Ravioli? Nein, wir haben die vorgemacht und dann als die Bestellung kam, hatten wir sie gekocht. Ach so. Und dann zubereitet. Ah, so, jetzt verstehe ich. Ja, ich glaube, ich muss die andere Seite benutzen. Ja. Nicht zu viel, sonst platzt euch das Ding. Das ist eine schöne Füllung geworden. Machen wir auf jedes, weil wir wollen ja auch UFOs machen. Und deshalb brauchen wir ja immer ach so. Eins oben. Deshalb, glaube ich, ist das genug. Ach, du möchtest 2 Modelle machen, ne? Ja, das... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, die sind nicht. Mhm. Und jetzt haben wir noch 3. Sorte, ne? Dann machen wir die andere Sorte, ne? Ja. Ja? Ja, das ist ganz schön viel Füllung. Aber kann man das auch so eingefüllen? Ich mache nachher noch ein paar von dem was Teig, der da über ist. Ah, okay. Denn wenn alle eine essen wollen, dann ist das nicht so viel. Also wir, soll ich hier so in eine Kamera zeigen? So? Kannst du auf den Tisch machen. Okay, also wir haben hier jetzt die Füllung und das ist halt außen der Nudelteig. Und da machen wir jetzt Eiweiß so rauf, damit das nicht aufgeht, die Ravioli im Wasser. Und es klebt, ne? Ja, damit das klebt, so. Es darf möglichst nicht die Füllung berühren. Und dann da oben. Leg auf den Tisch, dann kannst du es besser machen. Oben einfach so rauf. Nicht in, so. Hm? Nicht in, so. So. Ungefähr. Das ist jetzt nicht so gut. Aber. Und dann mit der Gabel. Ah. So. Damit es auch safe ist. Sehr, sehr schön. Ah, sieht aber gut aus. So. Sieht schön aus. So, und das machen wir jetzt mit allen anderen. Ja.
Dann gibt es noch ein zweites Modell. Also einmal gibt es ja das, den UFO. Und dann haben wir hier noch so eins, das, ich weiß jetzt nicht, wie man es nennen soll, aber das klappt man halt dann so zusammen. Muss ja nicht auch Eiweiß zwischendurch? Genau, ich wollte das nur kurz zeigen. So. Ich mache das jetzt so. Dann macht man hier auch Eiweiß rum, aber nur um zur einen Hälfte. Man kann auch ums Ganze. Machen wir ganz. Aber, ja, okay. So. Und dann klappen wir uns halt um eine. Aber. Geht so. Ne? Geht's. Ja, und dann kann man, wenn man richtig sicherer sein will, kann man dann wieder mit der Gabel das so ein. Stanzen. So, die Ravioli sind jetzt fertig. Wir haben nur so eine begrenzte Anzahl gemacht. Und die kommen jetzt in kochendes Wasser. Zilda, etwas ja. Salz ins Wasser. Ah. Na, hast du zu mir gesagt. So. Und bei Salz musst du immer nicht so zögerlich sein. Ruhig ein bisschen. So. So. Und dann lässt du diese da reingleiten. Das kennst du ja. Ja. Und dann. Also, ja, ja, ja. Okay, also viele machen den Fehler, dass sie es einfach so reinploppen lassen, aber wenn man nicht abgespritzt werden will, lass man sie so reinleiten, weil dann gehen die Wassertropfen dahin, wo du nicht bist. Richtig. Genau. Weg von dir. Genau. So, jetzt kommen noch die UFOs. Wie nennst du die UFOs? Ja. Ich nenne die Sombrero. Die sehen doch aus wie UFOs. Ja? Ich habe noch nie eins gesehen. Im Internet. Also hier sieht man, dass jetzt die rote Beetefarbe schon sehr doll rausgegangen ist. Und da soll man sich auch nicht wundern, ob da irgendwas falsch gelungen ist. Es ist halt einfach nicht so viel. Wenn man da mehr reinmacht, dann färbt das halt mehr ab, aber... Ja, also da sollte man sich nicht erschrecken oder so. Das ist normal. Tilda, jetzt würde ich mal schnell zum Ofen eilen. Martin, beeilst du mit ihr? Und deine Tomaten rausholen. Ich glaube, die sind... Sehen die gut aus? Zeig mal. Ja. Ja. Okay. Die riechen gut. Jetzt zerdrücken wir es sanft. Ist noch richtig so Stücke bleiben. Ja. Da wolltest du es nur so ein bisschen andrücken, ja? Mhm. Ja. Ja, so. Sieht doch lecker aus. Wie hast du das gemacht mit der Rauke? Oder Rucola? Rucola ist das Gleiche. Also. Übrigens, ihr Lieben, das ist Knoblauchrauke. Das findet ihr bei euch im Park. Das findet ihr bei euch. Das findet man vom Kindergarten bis Schulhof bis Wegesrand bis... Überall, das ist ein Unkraut, was ihr alle kennt. Und das ist ein wahnsinniges Gewürz. Meine eine Tochter arbeitet in der Schule und die haben das auf dem Schulhof und die Kinder legen sich das aufs Brot. Ach. Ja. Ich habe das nicht gewusst. Ich kenne dieses angebliche Unkraut, ne? Ich bin ganz begeistert davon. Ich bin ganz begeistert. Also wenn man das so macht, dann hat man wirklich wie... Wonach schmeckt es? Knoblauch. So. Köstlich, köstlich. Man muss es nur leider eben da pflücken, wo nicht gerade Hunde rumlaufen. Ne? So. Das jetzt hier rein. Ja, kannst du da reinmachen. So. Ein bisschen klein, die Schüssel. Ja, deshalb habe ich es auch zerschnitten. So, du kannst es hier reinkippen. Ja? Dann hast du nicht so Schwierigkeiten. So, einfach... So, sieht man ja. Also die Rauke wird machen mit den Händen wieder. Ja? Ich sage immer, gute Köche arbeiten mit den Händen. Also das ist nicht jedermanns Sache, aber ich arbeite immer mit den Händen. Okay, und dann hier einfach so einmarinieren. Einmarinieren, so. Genau, das ist das Wort. So ein bisschen marinieren. So sieht doch gut aus. Jetzt sind sie gleich wirklich fertig. Von der anderen Seite. Hier, probiert. Ich? Achso.
Also, jetzt haben wir hier die Ravioli und jetzt wetzen wir sie in der Butter. So wie das rein noch ist, wenn ich nicht finde. Es riecht nach Pfannkuchen. Ja. Wir haben leider kein Parmesan. Dafür nehmen wir aber typisch deutsche Käse. So. So. Es soll aber nicht drin braten. Es soll nur drin gewälzt werden. Sieht gut aus. Ja, okay. Dann. Du hast mir gesagt, ich habe es ja gegessen bei euch im Restaurant. Mhm. Unten drunter die marinierte Rauke. Genau. So, und jetzt legst du hier drauf. Genau. Jetzt müssen wir das natürlich schön präsentieren. Gefällig. Ganz schön auflegen. Hier haben wir noch einen kleinen Teller. Lass mal ein oder zwei Ja. Mal hier drauf machen. Ne, dann ist das nicht so. Lass zwei über. Ja. Ah, das sieht doch gut aus. So, hier. Dann machst du die. So, jetzt haben wir so, was machst du jetzt? Jetzt machen wir die Tomaten rauf. Ja. Einmal hier so drüber, schön, ne? Ja, genau. So. Und dann jetzt hier noch etwas davon. Ein bisschen rauf. Lecker. Genau, und das gleiche auch hier. Ja. Und da kann man, wie gesagt, eine Füllung machen, wie man will, ne? Ja. Mit also Fleisch, mit, ohne, mit. Okay, dann Ja. Etwas Käse drüber, würde ich sagen. Und jetzt habt ihr auch gemacht, ne? Oder haben die Gäste das selber gemacht? Nein. Also jetzt den Käse rauf. Man kann auch Parmesan nehmen, also besser ist, leckerer, finde ich. Dann ist schön Umami. Spaß. Und dann hier einfach so rüber. Ups. Mm. Genau. Boah, sieht das gut aus. So. Genau. Sieht gut aus. Boah, sieht das gut aus. Sieht das gut aus. Was kann da bleiben? Gut, super. Sehr schön. Ja. So, wo? Ja. So, jetzt haben wir das. Ich will mal wissen, wie diese Füllung ist. Mhm. Die ist sehr lecker. Das ist sehr lecker. Ja? Mhm. Mmh. Martin. Mmh. Also, ich schiebe das jetzt mal rüber zu Martin und stelle euch jetzt ein Buch vor. Ne? Mein Gott. Sowas gibt es da zu essen bei denen. Also, ich bin ja sehr gespannt auf die Tomaten. Mhm. Die sind richtig lecker. Die Tomaten und dieses marinierte Grünzeug, hätte ich beinahe gesagt, diese marinierten Dinger. Mmh. Mmh. So. Also das schmeckt wirklich, wirklich gut. Und da ich ja hoffe, dass Tilda sich für den Kochberuf erwärmt, bin ich natürlich sehr beglückt, wenn sie mit 12 Jahren schon sowas herstellt, was Leute im Restaurant essen. Also Leute, das ist nicht ohne. Ne? Ich kenne 50-Jährige, die können heute noch nicht kochen. Ein Buch von Fatma Aydemir. Sie ist 1986 in Deutschland geboren, ist Journalistin hat schon immer schreiben wollen, hat sich aber nicht getraut, als Autorin schon aufzutreten, hat gedacht, erstmal lieber Journalismus, bin ich auf der Safe Side, oder arbeitet unter anderem für die Taz und so weiter. Sie hat einen türkischen Hintergrund,
Ist aber, mein Gott, wo ist sie geboren? Sie ist geboren, ist auch egal, sie ist in Deutschland geboren und hier aufgewachsen. Das ist also für sie ihre Heimat. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Dschins. Dschins sind im Islamischen so Wesen, Geisterwesen, Flatterwesen, Geisterwesen. Ich will die gar nicht genau beschreiben, weil damit sage ich wahrscheinlich genau das Falsche. Aber die sind zwischen Engel und Teufel, zwischen Engel und Mensch, zwischen irgend sowas. So. Sie beschreibt einen türkischen Vater, der für sein Alter zurückfährt, freudestrahlend sozusagen, nach Istanbul und dort ein Haus für die Familie baut, für die seine Frau und seine ganzen Kinder, die inzwischen aber groß sind, damit die später mal, wenn er in Rente geht, und er geht jetzt gleich mal in Rente, 5 Minuten sozusagen, arbeitet er sein erwachsenes Leben lang immer in dieser deutschen Fabrik, hat irgendwann mal seine Familie nachgeholt. Kinder, wie gesagt, sind fast alle in Deutschland geboren. So, und jetzt wird beschrieben, und das ist sehr raffiniert gemacht, das sind mehrere Kinder, das ist die Mutter, das ist der Vater. Eine lange Strecke wird dem Sohn gewidmet. Eine lange Strecke der Tochter, eine lange Strecke der Mutter und so weiter. Jeder kriegt eine lange Strecke. Es ist ja mal die türkische Mutter, aber die deutsche Tochter, die in dem deutschen Denken und der deutschen Kultur erzogen wurde, aufgewachsen ist. Erzogen ist sie zu Hause immer noch in der türkischen. Aber wie sie das kombiniert. Und das liest sich so spannend. Man kriegt so einen Einblick, obwohl es ist wirklich nur ein Blitzeinblick. Also da gehört, glaube ich, noch wahnsinnig mehr dazu. Aber es ist immerhin ein Buch, was das schon mal versucht zu vermitteln. Ich sage euch auch nicht die Geschichte, weil die dann mit, da würde ich spoilern, sagen wir mal so. Nein, ich erzähle euch die Geschichte nicht. Ich war eben gerade versucht, euch die Geschichte doch zu erzählen. Das mache ich nicht. Lasst euch auf dieses Buch mal ein. Dschins heißt das, von Fatima Aydemir. Ganz hübsche Frau, falls ihr sie mal googelt. Das Buch, ich habe es gelesen, bin jetzt bei ihrem zweiten Buch. Das, was wir jetzt hier eben beschrieben haben, ist ihr erstes. Und dann hat sie jetzt noch ein zweites, Ellenbogen. Da bin ich dabei, das zu lesen. Es fängt auch schon wieder ganz spannend an. Ihr Lieben, heute, mein Gast kommt an meine Seite. Heute hatten wir hier einen Gast, der eben, hast du die letzten Ravioli verspeist? Nein. Hast du für deine Großmutter nichts übergelassen? Ich habe kein Mikro an. Ihr werdet euch darüber verständigen. Nein, ich habe für dich welche übergelassen. Gutes Kind, gutes Kind. Ihr Lieben, drückt aufs Glöckchen, liked uns, Martin, was noch alles und so weiter und so weiter. Aktiviert die Glocke. Und kommt wieder. Aktiviert die Glocke. Die macht das besser als ich. Hau ab. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.